Ja, bin mal gespannt, was diesmal funktioniert. Ja, mal gucken. Mal gucken, ja. Ah, ich habe vergessen, die Startzeit zu schreiben. Start 20:39 Uhr. Ja, So, ich sag mal und. was. Hallo? Ja, ich prüfe mal gerade. Ja, alles klar, man hört uns. Ah, perfekt. Easy. Ja, drei Fahrer ohne Zeiten, Martin, Fritze und Fossetti. Der eine hat Quali-Sperre, der Nemes. Interessant auch die Taktik von denen, die starten bis jetzt geplant mit Hart. Auch nicht schlecht. Ich werde noch fix in Rochen. Wann hast du den Rennstart angeplant? 39. Ah, du hörst mich ja. Und ich höre dich ja. Ja, wir haben noch Zeit. Ja. Bei dir hängt das auch. Ich denke, das hat allgemein mit dem Twitch-Server zu tun, nicht mit uns. Weil Bitrates, Bei mir hängt's auch, ja? ja, weil bei die Bitrates sind 6500. Deswegen denke ich mal, liegt es bei Twitch. Dann können wir wieder umschalten. Oder sagst du, Pito? Nee, bleib dran, das liegt definitiv an Twitch. Ja, wir können ja jetzt halt nichts machen. Ziehen wir das durch und gut ist. Na, weil da haben wir dich als Kommentator quasi auf der ersten Quelle, weißt du? Da muss ich nicht hin und her seppen die ganze Zeit. Was ist auch ein bisschen drinnen, mehr drinnen wie Ecke. Ja, aber dann am Ende haben wir 1000 Streams. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Jetzt bleibt dran und gut ist. Dann machen wir das so. Mach du jetzt die Kameras für heute. Mach ich den Co-Kommentator. Ja. 39 gleich. 39 jetzt. Also bedeutet, Start ist jetzt. Das sollten sie demnächst dann loslegen, ja. Mal schauen wir mal. Vielleicht hat Twitch heute auch ein Problem, weißt du? Kann möglich sein. Dass die nicht hinterherkommen, gerade eben, weil heute einfach dauerhaft alles möchte streamen. Auch dicke, fette Latenzzeiten, muss ich sagen.
Ja, ich sehe gerade, bis jetzt gibt es 234 Meldungen mit Problemen. Livestream, 29%. Ja. Das ist es ja. Gut. Ja, Natürlich. wir versuchen trotzdem Richtig. auch mit Problemen dann durchzuziehen. Ja, soft, hart, Gerne. soft, medium wäre auch möglich. Die Reifenflüsterer. Richtig. Felsarm aus der Pole Position. Wenn ich drauf, genau, mit Softreifen. Zweiter Loris. Der Ebenfalls mit Soft, korrekt. dritter Shark. Ja, auch auf den Soft. Vierter Berserker, fünfter Neophos, beide mit Soft. Jeweils oft Soft, genau. Neophos ist jetzt derjenige, der hier ein bisschen mehr Risiko einnehmen muss, damit der Shark nicht weit, weit weg von ihnen in der Meisterschaft bleibt. Das ist Freezy, richtig. sechster. Eagle, siebter. Bowie, achter. Plötzlich in Ja, und dann. Einführungsrunde in der letzten Position ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwo abgeflogen ist. Und dann haben wir quasi die vier Fahrer mit ohne Zeit, jeweils auf den harten Reifen. Genau, und Nemes, so wie ich das mitbekommen habe, wegen Fairplay, weil er nicht aufgegeben hat und nicht automatisch Letzter geworden ist, wegen seiner Quali-Sperre, lässt den Fossetti in der Kurve 1 vorbei. Und ab Kurve 2 darf er dann attackieren. Ja, Martin Schütze, Nemes und Fossetti, die letzten vier, mit harten Reifen. Bin mal gespannt, wie lange jetzt die vier ihre Stint durchziehen. Ich denke, bis der Regen kommt. Ja, Fels, aber ist jetzt in seine Startposition. Bossetti nimmt jetzt seinen Platz. Bleibst du vorne, dann bleib ich hinten. Ich bleib vorne mit dran, ja, Alles genau. klar. Schauen wir mal nach, was da alles abgeht nach dem 5 Lichter. Übernimm du. Richtig. Fünf Lichter sind an und der große Preis von Japan ist gestartet. Hier vorne sieht alles ganz gut aus noch bis jetzt. Shark probiert es da schon auf die Innenseite. Zu dritt gehen sie wohl in Kurve 1. Wunderbar, leichte Berührung. Aber noch alle auf der Strecke. Shark jetzt in Führung vor Felsarmor, Loris, Berserker und Nürnforce. Ja, alle saubere Start dahin gehabt. Eagle hat mal ein paar Schwierigkeiten, was seine Traktion angeht. Aber ansonsten alle sauber da hinten gefahren. Fairer Start, genau. Wunderbar, wunderbar. Dann. Schütze schnappt sich auch den Eagle. Eagle mit Problemen in der Startphase. Er hat schon 3 Positionen verloren. Jetzt kommt die Attacke von Freezy an Martin, an Novi, Entschuldigung. Und jetzt zieht sich langsam auseinander. Jo, Friesi am Novi hält, dran, danke, genau. danke. Bin ich drauf, bin ich drauf. Bleiben wir mal dran hier. Sind wir mal gespannt hier, ob es hier Oh, er riskiert mit einer kleinen Berührung. überhaupt Aber er ist durch. Oh, das war ein Schreckmoment, ich hoffe, nur wieder die Berührung da. Das war wirklich Bremsen auf der letzten Rille. Ja. Vielleicht kommt hier der Gegenzug von Novi. Freezy spät zu. Bremst zu spät, aber das reicht trotzdem. Freezy kann das verteidigen. Freezy Position behauptet Und von 3 Meter Novi. vorne. Leon muss leider abreisen lassen schon. Gehen wir nach ganz vorne. Jetzt fängt bei mir die Tabelle an, hin und her zu Ja, bei zittern. mir auch. Jetzt ist er wieder okay. Na, jop.
Shark noch in Führung. Dahinter Felsarmor, Loris und Berserker. Ja, Berserker. Kleine Lücke laut. Berserker hält erzähl, auch erzähl, ganz erzähl. Gut mit den Jungs. Hält wunderbar mit. Bin ich persönlich. Nemes beginnt schon mit den Kontern da hinten, er überholt den Fossetti. Er ist jetzt auf P11, er braucht unbedingt heute Punkte, wenn er sich am Ende des Tages noch in den Meister, in den Titelkampf drinbleiben will. Dann denke ich mal. Hat natürlich auch die besseren Reifen, die lange, länger halten. Richtig. Jetzt fällt's mit der schnellsten Runde, er setzt den Shark unter Druck. Solange Leon Force und Nemes etwas weniger Punkte nehmen, denke ich mal, für Shark wäre eine Platz 2 auch in Ordnung. Aber wenn man hier die Möglichkeit hat zu gewinnen, der wird, denke ich mal, hart versuchen, das nach Hause zu fahren. Ja, fällt. Das ist wohl richtig. Auf jeden Fall folgt da hier Shark. Wunderbar. Sehr gut von Fels. Sehr stark unterwegs. Loris ist auch sehr gut unterwegs. Bin mal gespannt, wann die Attacke hier kommt. Von Fels. Das ist richtig, aber Shark macht das auch sehr gut vorne. Mit seinem ERS-Management. Ja, schon wieder mit der schnellsten Runde, der Fels Amon, schon mit der 3 Sekunden Strafe, weil er zu oft gekartet hat, der Fels. Ja, das muss hinten dann in der letzten Schikane passiert sein. Ja, das bedeutet jetzt für Shark, er hat ein Ass in seinem, wie nennen wir das? Ass im Ärmel. In der Ärmel, genau. Momentan, da kann er ihn so lange wie möglich verteidigen. Für Fels heißt es jetzt natürlich, er muss vorbei. Allerdings ist Fels da auch sehr grob mit seinen ERS. Du kannst da vorne bleiben, ich schalte mal hier so lange durch. Berserker fährt hier entspannt. Neon ist hier noch recht entspannt. Friesi. Sechster Platz. Und dann Novi und Martin. Martin war glaube ich der Erste mit den Haaren. Das nicht irre, so ist es auch. Und Shark verteidigt das immer noch sehr, sehr gut. Er managt das erst auch richtig stark. Und hinten die alle auf hart gestarteten und Igel fahren den Feld hinterher. Martin, also der in der besten Position, bis jetzt mit seinen harten Reifen. Jetzt am Novi dran. Schalten wir das mal aus der Onboard-Kamera. Ja, je mehr Fahrer jetzt überholt in dieser ersten Stint, desto besser ist es für ihn. Weil danach mit freiem Verkehr, wenn die alle Softfahrer in die Box reinfahren, dann macht er Zeit und Positionen auf jeden Fall gut. Das ist richtig. Und schauen wir mal. Momentan verliert er ein bisschen Zeit vorne, was die Top 3 angeht. Er ist 7,8 Sekunden hinter den Shark. Der Martin, deswegen wäre wichtig, dass er so schnell wie möglich den Novi und den Freezy hinter sich hat. Und dann gibt es. Hattest du was gesehen, wie lange die Soft-Reifen halten sollen? Theoretisch bis Runde 10, 11, wenn ich mich nicht vertue. Bis Runde 10, 11. Naja. Mal gucken, wann sie dann das erste Mal einbrechen. Weil dann beim Novi sieht es hier schon aus, als wenn er so leichte Zittrigkeiten hat. Oh, es kann jetzt auch bloß ein Fahrfehler gewesen sein. Vorne die Abstände noch fast gleich. Hier hinten ist einfach am interessantesten jetzt gerade, was unser Martin macht. Ja, genau. Das ist der einzige Kampf jetzt, wo man sagen kann, dass hier bald
das passieren kann. Vielleicht hat er hier die Chance mit einem guten Exit aus der Kurve. Oh, Berserker als erster in der Box. Sehe ich hier gerade. So früh schon, denke ich mal, er sucht die, Variante von den harten Reifen. Und Martin geht vorbei am Novi. Jawohl, ist vorbei. Auf Start und Ziel vorbeigegangen. Ja. Vielleicht wirklich schon, die Soften am Abbauen. Ja, das ist jetzt eine gute Möglichkeit hier, diese Fenster hier auszunutzen, der Martin. Also diese Luft hier, dass er ein bisschen hat vor ihm, bevor das unter 6 Zehntel wird. Dann kommt er wieder in der Tier rein. Er kann jetzt ein bisschen Zeit gut machen mit dem, was die Führungsplatzierung angeht. Der Abstand ist jetzt auf 8,4 von Shark und Martin. Mal gucken, ob er das jetzt in Sektor 2 und 3 ein bisschen runterbekommen kann. Eventuell zum Stagnieren kriegen. Dass er nicht mehr ganz so weit wegzieht. Also den Freezy schnappt er sich schon langsam. Hat den 2 Zehntel gut gemacht. Saugt er sich ran. Ja, und in Sektor 2 holt sogar Zeit auch von Shark. War 8,6 und jetzt ist es auf 8,3 der Abstand. Shark bleibt draußen, Fels Armor bleibt draußen. Alle bleiben draußen, denkst du mal, Berserker hat Probleme mit den Softs gehabt. Novi fällt in der Box. Novi geht an die Box. Ja, er will, denke ich mal, auf den Berserker reagieren und er holt die harten Reifen. Will also nicht mal nochmal an die Box. Berserker ist ja auf Medium gegangen sogar. Ja. Er will, denke ich mal, sein mittleres Stint schneller unterwegs sein. Das ist richtig und wir wissen ja nicht, wann der Regen kommt. Richtig. Wir haben da keine genaue Info. Aber Novi geht auf hart. Vielleicht wäre jetzt für die Schossware die logische Variante, die Mediums zu holen. Wie das der Berserker richtig gemacht hat. Das ist richtig, weil wenn es anfängt zu regnen, müssen ja eh nochmal alle rein. Richtig. Ich das letzte. Felsarmor kommt hier langsam wieder ran. Wie ich das letzte Saison hier gemacht habe. Genau die gleiche Situation war das auch. Bin mit Soft gestartet, habe ich nochmal die Softs geholt und dann kam die Inters. Die nächste 3 Sekunden Strafe bekommen. Und die waren relativ sehr stark, die Softs, als er angefangen hat zu regnen. Im Vergleich mit anderen Fahrern, die mit Intermediates unterwegs waren. Da hatte ich einen sehr guten Pace. Bis natürlich dann der Regen etwas stärker geworden ist, dann war es Inters fähig. Ja, jetzt öffnet sich das Fenster für die Mediumsfahrer, aber wir haben keine Mediumfahrer da. Jetzt kommt Freezy. Aber der ist erst drauf gewechselt. Ja. Und jetzt öffnet sich das Fenster auch für die Hardfahrer. Ah, ich denke, er meint diejenigen, die Softs haben und Mediums zu oder Hard. Genau. Ja, okay. Ja, Freezy holt die harten Reifen. Wird sogar vom Berserker geschnappt. Ja, ich denke, harte Reifen ist jetzt die falsche Variante, meiner Ansicht nach. Berserker hat... Das könnte die falsche Variante sein. Berserker macht aber das alles richtig. Erst zum Schluss sehen. Ja, Berserker... Bis jetzt macht er alles richtig. Er holt sogar schnellste Runde, er macht richtig relativ gut Zeit im Vergleich mit den restlichen Fahrern da vorne. Er hat auf Lorch 16. in der letzten Runde gut gemacht. Wenn er noch eine Runde draußen bleibt, der Loris, dann hat der Berserker den Loris definitiv geschnappt. Der Undercut würde funktionieren. Und jetzt wird es kritisch für Shark und Fels Armor. Schauen wir hier vorne drauf. Welcher von den beiden hier reingeht. Wir machen das aus Onboard, aus Fels Armors Sicht. Ich lese gerade den Kommentar von Aid. Ja. Fels Armors Helm könnte man als Abbildung eine russische Flagge ansehen, deswegen die Qualifikation bitte geben. Ja, alle drei bleiben draußen, das ist eine gute Nachricht. Neon Force geht rein? Genau, jetzt Neon Force ist Neon geht rein. Er macht genau das gleiche. Mediums.
Also die Variante ist gar nicht verkehrt. Eagle fährt da auch jetzt rein. Ich sehe das auch richtig. Also das ist der richtige Wahl. Obwohl Eagle, er macht genau das gleiche wie Freeze und Novi. Er holt die Fahrradreifen. Also zwei unterschiedliche Strategien hier, die uns die Fahrer präsentieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Berserker bis jetzt am meisten gewonnen hat. Ja, und wenn er so weiter fährt, er könnte sogar Fels Armor schnappen. Er muss den Pace jetzt halten, die er gerade fährt. Er muss keine großartigen Fehler machen. Schauen wir hier vorne drauf. Wieder. Kommen wir an der Box 2. Wer wird jetzt von den drei Top-Fahrern noch reingehen? Alle anderen waren auf hart gestartet oder haben schon einmal gewechselt. Genau. Dann wird Martin kurz die Führung übernommen. Martin ist auch einer von den großen Gewinnern. Der kann bis zum Regen jetzt durchfahren. Ja, Shark geht rein. Fels Armor bleibt, soweit wie ich es gesehen habe, draußen. Loris geht mit rein. Und jetzt kommt es drauf an, wie trifft Fels Armor seine Runde. Und Loris holt die Mediums. Und Shark holt auch die Mediums. Shark, auch die Mediums. Wo ist Berserker jetzt? Berserker kommt durch die letzte Kurve raus. Mal gucken, ob die Berechnungen richtig waren. Aus meiner Sicht, Loris müsste theoretisch schon geschnappt haben, Shark nicht. Obwohl... Nein. Bleiben beide vorne. Ja. Oh, Berserker. Ah, Berserker, ein riesengroßes Stück an. Ne? Mhm. 2,2 Sekunden. Was sagt der Himmel? Himmel wird auch langsam dunkler. Vielleicht wäre er für Fels Armor klug, wenn er nochmal kommt und die Softs holen, wie ich damals gemacht habe. Und sich nochmal die Soft genau ja. nimmt. 10 Runden kann man safe noch fahren mit den Softs. Das verstehe ich auch nicht, warum Shark und Lois das auch nicht riskiert haben, mit Soft durchzufahren, wenn der Regen in den nächsten 10 Minuten kommt. Wir haben ja leider keine Informationen von den jeweiligen Rennstellen, was den Fahrern gesagt wird. Ich bin mal gespannt, was Fels Armor jetzt macht. Er wird definitiv noch in der Box fahren, denke ich mal. Weil langsam gehen greifen den Geist Martin ab. Martin rutscht auch ja. Stück für Stück ran. Rein. Und bleiben wir mal drauf. Mal gucken, ob der McLaren einen Masterplan hat. Er holt die hart. Nee, Mediums, okay, von weit die weg. Mediums. Sah das ein bisschen komisch aus, okay. Er nimmt die Mediums. Mal gucken, ob Lutz vielleicht bei Fels Armor den Undercut geschafft hat mit den Mediums. Eine Runde Kutsche Reifen unterwegs. Shark hat ihn jetzt geschnappt. Und es scheint auch Loris ihn geschnappt zu haben, oder? Das wird eng. Oh, das könnte ganz eng werden hier. Nein, Loris schafft es nicht. Das war echt eng. Hätte Loris eine Runde früher in die Box gefahren, hätte ihn definitiv geschnappt. Also zwei Runden davor. Und er könnte sogar gegen Shark da haben, wenn er kämpfen. Oh, jetzt geht es für die Fahrer hier natürlich, inklusive Shark, so schnell wie möglich an die auf hart gestarteten rankommen. Ja, Fitze im Podiumkurs mit Nemes. Die drei wünschen jetzt ein Renderbruch. Die drei wären auf jeden Fall zufrieden mit einem Rennabbruch, sage ich dir. So ist es. Und ich denke, der Fossetti auch. Mit dem vierten Platz muss da auch sehr, sehr zufrieden sein. Vielleicht geben mir die Jungs eine gute Alternative für Sonntag. Vielleicht schalte ich auch mal nach Reifen. Meinst du, bei uns wird das Wetter ähnlich? Oh, wer weiß. Wir reden über Japan. Kann man nicht wissen. Ist auf jeden Fall ein Alternativplan mehr, wa? Ja. Ja, Loris mit 3 Sekunden Strafe. Jetzt sind die... Aber nach 12 Runden, 3x3 Sekunden. Genau. Bei Fahrer, das ist okay. Was P2, P3 und P4 angeht. Also vor dem Boxenstopp.
Nach den Boxenstopps kann sein, dass alles wieder geändert wird, was das Klassement angeht. Martin führt. Er geht also für seinen Martin zweiten führt hier, genau. Sieg, für den zweiten Sieg in Folge. Russland hat er gewonnen. Dank seiner Taktik-Masterplan. Runde 1 reingefahren, hart Reifen geholt und durchgefahren. Und das hat ihn von Platz 11 auf Platz 1 gebracht. Mal gucken, ob der heute auch den richtigen Riecher hat. Strategisch Ja, gemeint. könnte man gucken. Dahinter dann das Dreierfeld mit Fürze, Nemes und Forsetti. Ah, und Schaar kommt auch langsam nah dran und Fossett jetzt mit dem 30 Und da Punkten schleicht Vorsprung. sich dann auch schon genau der Shark heran. Forsetti dann übrigens gerade die nächste 3 Sekunden Strafe kriegt. Oh, jetzt Schaar mit absoluten besten Sektor 2 unterwegs. Jetzt bekommt er auch, denke ich mal, von Fossett die DRS. Ja, bekommt er auch. Er kann, denke ich mal, seine Runde sehr gut absolvieren. Und er holt die schnellste Runde. Sacker mit der nächsten 3 Sekunden Strafe. Der erste jetzt, der 6 Sekunden hat. Und dann schauen wir uns das ganze Überholmanöver jetzt das kommende mal aus Sharksicht an. Ja, Fossetti bei Also den die muss keinen Erstes. Platz machen, ist Treckposition. Genau, aber Fossetti bei den Erstes mit zwei kleinen Fehler. Das hat ihn definitiv Zeit gekostet und Shark muss so ein Gas abgehen. Damit er nicht so nah dran bleibt und sich beeinflusst lassen. Oh, da haben wir kleinen Fehler hier, Shark. Er konnte noch das Auto in die Strecke reinhalten. Da hat er jetzt richtig Glück gehabt. Ja, ich denke mal, er ist von einem Da hat er Fehler Glück gehabt. offensichtlich ein bisschen beeinflusst gewesen. Und das Ganze ist gut für Felsarmor. Und Loris, die schleichen sich da jetzt wieder ran. schon wieder der Shark versucht jetzt langsam nah dran zu kommen. Schütze! Eine Strafe gekriegt. Wo hat er denn die kassiert? Ich denke auch Exit ins Boom. Außenkorb. Exit Ja, Boom im ja. Außenkorb, ja. Ja, bis 4, Burp 3, Burp 3 bis 4, keine Ahnung, ob ich den Namen richtig spreche. Fels ist einfach cool, Daumen hoch. Also Fels macht das gar nicht schlecht, sehr gut Macht das dabei. sehr gut. Nemes schnappt sich den Pfütze. Somit ist Nemes auf P2. Ja, Das ist momentan richtig. hier, wenn das so jetzt das Rennen beenden würde, dann wäre es ein sehr, sehr interessantes WM-Stand. Auf jeden Fall. Da wäre Martin auch definitiv drin. Ich bin und es fängt an zu regnen. Ladies and Gentlemen, here we go. Aber natürlich, das kann ein bisschen dauern, bis die Strecke etwas feuchter wird. Und bis die Intermediates kommen, kann das natürlich bis zu 5, 6 Runden dauern. Kann auch wirklich dauern, ja. Sogar länger. Je nachdem. Ja, jetzt ist Shark richtig nah daran. Forsetti mal gucken, ob der hier vor den Spoon riskiert. Das hat er damals Vettel mit Verstappen gemacht, aber das ist nicht gut beendet damals. Nimm es 3 Sekunden. Auch die 3 Sekunden Strafe, genau. Ob 4 in 330 Jahren das macht, das wäre legendär, wenn er das hier Ja, wir bleiben versucht. drauf, wir bleiben drauf. Oh, der schiebt ihn fast in die Strecke, der Shark. Ein kleiner Schubser, geh weg hier, Junge. Die Strecke gehört mir. Was? So ungefähr sah das aus. Hundertprozentig fair war es nicht. Ja. Aber Fossett hat auch nicht genug Platz gelassen bei Schalke. Natürlich ist ein gutes Recht, da zu verteidigen. Er wollte ihn nicht so einfach machen, aber Schalke hat sich da reingequetscht. Ist er vorbei. Ja, vielleicht wird es aber auch einfach für die Stewards. Mal gucken. Müssen wir jetzt noch nicht. Wir können nur kommentieren, was wir sehen. Gucken wir das Ganze jetzt aus Feldsicht an. Der muss jetzt natürlich auch am Fasati vorbei. Ja, langsam. Also ich meine, früher oder später, in 2, 3 Runden, egal ob man Soft, ob man Mediums oder Hard Reifen hat,
die Strecke wird für allen gleich sein. Momentan die Mediums-Fahrer im Vorteil. Deswegen nutzt das der Felsarmor aus und ist da jetzt noch Rossetti vorbei. Jo. Ja, Loris ist jetzt der Nächste, der an Rossetti drankommt. Und ich denke, mit einem guten Ausgang kann er ihn schon schnappen, auch in 130a. Es wird aber 100 nach 130 machen. Ja, denke ich auch. Denke ich mal, in den Casio Triangle knapp ihn. Von innen, von außen muss er jetzt entschieden. Oh, er hat die Linie mehrmals gewechselt, der Fossetti. Deswegen hat Loris umentschieden und ist er lieber hintergeblieben. Nach mehrmals Wechsel sah es nicht aus. Er hat sich halt in der Mitte positioniert. Ja, keine Seite entschieden. Ein kleinen Lenker. Ein kleinen Zickzack sah das aus, aus Loris Sicht, deswegen. Ja, vielleicht brauche ich eine Wiederholung. Schlag schon mal am Pfütze vorbei. Das zu bestätigen. Ah, Schlag am Pfütze vorbei. Genau. Aber aus erster Blick sah das nicht so sauber aus. Auf jeden Fall, Loris versucht immer noch den Fossetti vorbeizufahren. Jetzt Armor. Versuch mal 14 vorbei. Und jetzt versucht er in der Haarnadel. Ein kleiner Verbremser und ein sauberer Manöver von ihm jetzt, aber hat den besseren Exit der Pfütze. Da berühren sich die beiden. Und bis jetzt leichter Liebes-Toucher, genau. Jetzt innen von Spoon, ja, sehr gut, sehr. Spät gebremst der Felsarmor, er hat es riskiert und er hat es. Er hat sich belohnt. Bin mal jetzt gespannt, ob Loris hier bei Casio dran vorbeikommt. Diesmal kommt er vorbei. Mit einer sehr, sehr späten Bremsphase. Rossetti aber hat er rechtzeitig die Kurve genommen, deswegen hat er den Exit richtig gut ausgenutzt. Die zwei lieben sie sich anscheinend. Ja, und Schlag vorbei in MS. Mal gucken, ob Loris hier denn. Oh, Verbremsung von Loris. Und neben der Strecke, deswegen bekommt er 3 Sekunden Strafe. Ah. Wie gesagt, Schlag vorne schon am Nemes vorbei. Ja, jetzt beginnt der Aufholjagd nach Martin. Aber wenn die Streckbedingungen gleich noch nasser wird. Da fahren die alle gleich für Intas und somit ist Shark dann erstmal Zweiter. Oh, Shark scheint nach einem Disconnect zu haben. Bei mir, wenn man auf Nemes reingeht, ist der Shark auf X. Was? Bei dir auch? Schau mal bitte. Ja. Ja. Oh. Ah, jetzt nicht mehr. Das war ganz weg. Okay, kann sein, dass er. Shark aber einen harten Puffer. Der Bug hat ihm 2 Sekunden gegeben. Ja. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ob Armor hier. Abstand zu Martin bei 5-3, genau. Bleiben wir bei Fels Armor drauf. Und Nemes. Hier ist Einsatz nicht mehr machbar. Jetzt kommt der Felsarmor vorbei, ja, und er schnappt den Nemes. Hype Pluto, ja, Team VCRL. Oh, mit einem kleinen Schubser da, der Nemes versucht er wieder vorbei an. Ja. Los, war jetzt schon mal in der Box und holt sich die Intermediates. Ja, vielleicht will er jetzt der erste pokern. Auf Intermediates. Oder er testet für seinen Teamkollegen Nemes. Oh, Martin gedreht. Oh. Jetzt wird es langsam wirklich. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, den Shark hier die Führung zu übernehmen. Ja, und ist der Shark auch schon vorher. Und alles, was er gebraucht hat, 18 Runden, schmeißt er einfach weg mit einem kleinen Fehler. Der Martin und natürlich jetzt mit Frontflügelschaden. Das ist echt bitter. Das ist bitter, ja. Oh,
Und Loris kämpft da hinten mit Igel. Was ist da los? Anscheinend Loris verliert der Zeit, anstatt Zeit zu gewinnen. Was der ist, war ja auch noch offen. Ja. Es ist, denke ich mal, noch nicht Intermediates Phase. Ich denke, noch ein, zwei Runden Zeit sind noch. Das ist jetzt natürlich schlecht für Wolf. Shark fährt er rein. Fels bleibt aber noch draußen. Nimm es folgt. Bütze bleibt draußen, also jetzt wird es interessant. Martin geht auf jeden Fall rein. Er muss wegen den Frontflügelschaden. Das auf jeden Fall. Da muss das Ganze aus Fels sich an. Wie er mit dem Auto zurechtkommt? Ja, ich denke nicht, das ist noch zu früh, weil Loris verliert sogar sehr, sehr viel Zeit und da ist er abgeflogen, der Loris. In Exit von 130R, da kommt Safety Car. Und das Safety Car ist draußen. Das ist jetzt nicht so ganz gut für Shark und Nemes. Für die zwei ist es natürlich gar nicht gut, dass das Safety Car jetzt rauskommt. Eagle fährt an der Box. Der war in der Nähe der Boxeneinfahrt und er nutzt das aus. Du konntest auf jeden Fall noch ausnutzen. Ja, und jetzt natürlich, alle Fahrer müssen einen positiven Delta halten. Das bedeutet, Shark und Nemes verlieren definitiv Zeit und Position nach vorne. Die große Gewinner, Fels, Pfütze, Fossetti erstmal. Ich denke, Position 4 oder 5 müsste für Shark reichen, wenn die jetzt alle nach Box fahren. Ich denke, jetzt wird alles an die Box fahren, weil zwei Runden bleibt das Safety Car meistens draußen. Und dann sollte das Wetter eigentlich auch soweit sein, dass wir mit Inter fahren dürfen. Aber gucken wir mal drauf. Ich bleibe mal bei Fels auch mal drauf. Der wird wohl... Er muss der Erste sein, der abbiegt. Ja, jetzt kommt der Shark aus der Spoon raus. Jetzt ist eine lange Gerade. Jetzt geht jetzt rein. Jetzt. Bitte. Jetzt. Bitte geht ebenfalls rein. Rosetti tut es den ganzen gleich. Berserker geht rein. Neon Force geht ebenfalls rein. Pfütze, wenn er Glück hat, könnte ihm sogar auch für ihn reichen. Aber Pfütze, habe ich gerade gesehen, hat Verkehr gehabt. Deswegen ist er nicht rechtzeitig rausgekommen aus der Box. Und das könnte vielleicht für Shark klappen, dass er Zweiter wird. Ja, so sieht's aus. Mit viel Glück wird Shark wieder Zweiter. Weil Pfütze da von dem Verkehr aufgehalten ist. Und Pfütze verliert sogar einen Platz von Nemes. Fossetti jetzt Fünfter, Berserker Sechster. Martin natürlich auch zwei Positionen gut gemacht. Während der Safety Car. Ja, und so wird es jetzt Fels. Fels der Führende. Vor Shark. Shark der Einzige da vorne jetzt ohne Strafe noch. Mhm. Ja, die Frage ist jetzt von dem Pace, ja, was die trockenen Bedingungen angeht. Was die trockenen Bedingungen ging, Entschuldigung, sah so aus, Shark hatte die Oberhand gehabt. Mal gucken, ob sich hier vielleicht die Sache sich ändern will oder genauso gleich bleibt. Schalten wir mal nach hinten zum Igel. Da sieht jetzt auf jeden Fall. Na? Auch leichte Probleme mit den Intermediates. Nee, Igel war nicht rechtzeitig hinter der Safety Car Kolonne, deswegen werden wir noch eine Runde hinter der Safety Car fahren, denke ich mal. Ja, ja. Igel muss noch aufschließen, genau. Und so sieht's aus. Die erste Safety Car Runde. Und Ado.
Ja, bis jetzt interessant, würde ich sagen, Pietro. Was sagst du? Ja, ein Rennen bis jetzt mit sehr viel Spannung, viele Up and Downs für viele Fahrer. Das sind wir im Suzuka eigentlich nicht gewohnt, in Realität. Aber im Virtual Game hier ist das momentan sehr, sehr spannend. Ganz interessant aus, auf jeden Fall. Ja, Suzuka ist so auch ein Oldschool-Track und jeder Rennsportler will hier gern gewinnen, weil so eine schöne Strecke ist. Und derjenige, der das heute schafft, wird echt sehr, sehr glücklich sein. Ja, Loris, was der Meisterschaftskampf angeht mit seinem DNF jetzt, muss wahrscheinlich wird jetzt nach dem Rennen über 50 Punkte hinter Shark sein. Das wird langsam eng mit USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi noch übrig, mit 4 Rennen noch. Ja. Er muss die nächsten 3 von 4 Rennen gewinnen, wenn er wieder ins Spiel sein soll. Aber da müsste Shark in ein, zwei Rennen auch mitmachen, dass er nicht so viele Punkte holt. Nicht aufs Podium kommt. Ja. Da ist auch noch ein gewisser Neon Force, der hier momentan auf Position 7 ist. Bis jetzt holt er 6 Punkte. Ja, Neon Force, das ist jetzt der 3. Saison in Folge. Oh, Safety Car kommt rein auf jeden Fall. Erzähl zu Ende, Peter. Ja, Neon Force, für ihn ist es leider das 3. Saison in Folge, wo er immer nah dran an die Titel kommt, aber in den Endphase irgendwie bleibt er immer weg von den wichtigen Punkten. Vielleicht liegen ihn die letzten Strecken nicht. Ja, vielleicht. Mal gucken, ob er diese Saison vielleicht bessere Punkte macht und noch bis zu Ende in den Titelkampf bleibt. Ja, der Restart jetzt. Restart. Fels konnte sich auf jeden Fall gegen Shark durchsetzen. Wurde überrascht. Nemes nicht ganz erwischt. Ja, er hat sich ein bisschen verschlaft, der Nemes. Und er hat sich auch verbremst in Kurve 1. Und macht die Tür zu direkt für Fritze, damit er nicht da überholt. Aber Fritze will jetzt direkt vorbei. Von innen, von außen, über ihn, neben ihm. Keine Chance. Nemes blockiert alles. Oh, Caps sind hier rutschig. Ja. Deswegen muss man vorsichtig sein, weil die S's nicht die Caps berühren. Jungs. Es regnet, Jungs. Es regnet. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, letzte Saison hier, den großen Kampf für P1 mit Pluto Kreis. Der gerade hier auch im Chat ist, grüß dich. Wo er letzte Saison seinen Sieg geholt hat. Im Regen, das war echt ein sehr, sehr spannender Kampf. Mal gucken, ob Pfütze. Ja. Felsarmor kann sich auf jeden Fall ein bisschen absetzen. Ja. Anscheinend kommt er mit den Bedingungen besser klar als Shark. Aber Shark, wie ihm ist es momentan wichtig, dass er nur 3 Sekunden hinter Fels bleibt, dann hat er den Sieg in seiner Tasche. Bin mal gespannt, was Neon Force macht. Er muss unbedingt 2-3 Plätze gut machen. Wenn er auch nicht so viele Punkte gegen Shark verlieren will. Jetzt kommt er am Berserker näher dran. Fossetti ist jetzt unter Druck. Und da hat sich der Berserker gebremst, verbremst und der Force nutzt es aus. Nein, kann er nicht. Ein Berserker konnte es nicht ausnutzen. Einen besseren Exit hatte. Und Martin ist auch direkt dahinter. Das macht natürlich ein bisschen den Neon Force nervös. Neon Force muss jetzt ruhig bleiben. Ja, die Kämpfe ab Platz 5 sehen interessant aus. Ja, da ist sogar der Freeze und der Novi direkt dahinter. Wird sie mit den nächsten 3 Sekunden Strafe. Ist ja gerade schon 9 Sekunden Strafe. Also Neon Force wird definitiv 6. werden. Und wenn das alles so eng bleibt, könnte bis Platz 3 hochgehen bei Neon Force.
Muss aber sehr, sehr nah dran am Nemes bleiben. Man muss an den zwei Streit hin vor sich vorbei. Der sehr gekämpft da mit Fossetti und vielleicht ist dann irgendwas hier gleich der Lachen. Der lachende dritte Berserker in kleine Berührung mit Fossetti und er fliegt ab. Er hält aber noch das Auto, aber mit einem kleinen Frontflügelschaden. Kommt er davon raus. Ja, vorne links fällt die Platte. Somit ist Nervos jetzt auf Platz 6, Martin auf P7, Füsi auf P8 und Mori auf P9. Und Platz alle gut gemacht. Oh, Martin hat sich in den Casio in Ausgangskurve da weggedreht und hat auch zwei Plätze verloren. Eine schlechte Runde für Racing Point. Ja, eine sehr schlechte Runde für die beiden Racing Points. Aber Gott sei Dank ohne Schaden für Martin. Füsi mit einem kleinen Berserker Fehler. Geht natürlich rein. Jo. In Exit Turn 2. Ich schalte mal kurz nach vorne. Fels Armor jetzt 1,6 Sekunden schon und es sind noch 3,5 Runden zu gehen. Chuck macht das relativ gut. Er bleibt erstmal hinter ihm. Er muss jetzt nur keine Strafe holen. Das wäre wichtig für ihn. Fossetti jetzt die nächste 3 Sekunden. Ja, Nianfas, Freezy und Novi schnappen die. Schnappt. Werden den Fossetti definitiv schnappen. Und Fritz auch. Fritz hat auch 6. Von daher wird es jetzt. Fritz auch schon bei 6. Ja, ja. Ja, bin mal jetzt gespannt. Und vielleicht zum Glück haben die Jungs, die keine Strafe haben, ob man Damon es vielleicht schnappen könnten. Na, schauen wir das. Ich schau mal kurz die Abstände. Das wird eng. Nein. Ja, ich glaube, wir wissen erst, wer wo ist, wenn alle über die Ziellinie gefahren sind. Ja, wenn das aber so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist der Nianfas 4. Freezy 5. Novi 6. Aber natürlich, wir haben noch 2-3 Runden. 2 jetzt. Schar kommt jetzt gerade ein bisschen besser zurecht, wie Felsarmer vorne. Knabbert sich ein bisschen Zeit wieder ab, muss allerdings auch bloß unter 3 Sekunden bleiben. Ja, der Schark versucht auch, einen Rekord zu brechen von Season 1. Die meisten Siege in Folge, den konnte er ja schon durch Russland jetzt nicht mehr kriegen, ne? Wie bitte? Russland hat er doch nicht gewonnen. Ja, aber dann ist er gar nicht gestartet. Ja, aber... Oder zählt das hier einfach nur übergreifend? Ja, wenn wir das so nehmen, ja, dann muss er wieder neu starten. Denn dann müsste er natürlich wieder neu starten. Hätte er in Russland gefahren und heute den Sieg geholt, hätte er das Rekord ausgeglichen. Auf. Ja. Hat schon mal eingestellt. Vielleicht nächste Saison. Das ist richtig. Ja, Nianfas versucht jetzt langsam den Fossetti unter Druck zu setzen. Ja, Force will vorbei, weil Pfütze kann sich dann leicht absetzen von Fossetti. Ja, Pfütze versucht vielleicht vor Novi zu bleiben. Das wird zwar eng, momentan ist der Abstand auf 4,1 Sekunden. Er muss 1,9 Sekunden gut machen, der Pfütze, gegen Novi, um Platz 8 zu werden. Ja, der Meinung wäre ich auch, gerade aus dem Chat gelesen vom Pluto-Kreis, übergreifend oder so. Nur weil man nicht starten tut, hat man halt nicht gewonnen. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Wie gesagt, wenn ich halt 20 Saisons mitfahre und ich fahre halt dauerhaft nur meine Lieblingsstrecke und gewinne da jedes Mal, habe ich auch nicht 20 Siege in Folge. Ja, das ist Sache des Betrachtens. Ja, erstmal meine Lieblingsstrecke gegen euch finden, wo ich 20 Mal gewinne. Das stimmt auch wieder. Ha, 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 ha.
Ja, Nemes mit seinen 3 Sekunden Strafe bleibt definitiv noch auf dem dritten Platz, ja. Naja, Fels Amor geht jetzt in seine letzte Runde, kriegt den Shark nicht raus aus diesem 3 Sekunden Fenster. Ja, Shark hat schon 2 Verwarnungen, er muss in der letzten Runde aufpassen, dass er keine dritte holt, sonst ist das Strafe und verliert auch einen Sieg. Nemes fährt hier auf jeden Fall den dritten Platz entgegen. Ach, und guck mal, wer da ist. Der Rekordhalter von Season 1. Pave, grüß dich. Grüße auch an Pave. Ja, so ist es halt, ne? Hat der Pave natürlich recht, dass nur 12 Fahrer mitfahren. Das ist natürlich immer schade. Aber so ist das halt nun mal. Genau so ist es, Pluto. In vielen Ligen ist das so. Jetzt, dass langsam der Bach runtergeht. Langsam haben viele Fahrer die Faxen liegen von dem Spiel. Die sind schon heiß für das nächste, für das Next-Gen-Game. Deswegen ist die Nachfrage nicht mehr so hoch, was das 2020-Spiel angeht. Ja, die letzten Meter jetzt hier durchs Ziel. So, kommt Fels Amor. Er wird wohl als Sieger abgewunken. Am Grüntisch nach Strafen. Hat es dann wohl der Shark gewonnen. Genau, und er behält definitiv noch die Führung in den WM. Jetzt kommt Nemes ins Ziel. Mal gucken, ob er den Platz 3 sichern kann. Wäre sehr wichtig für ihn, damit er den Leon Force schnappen kann. Und nachdem er auch Leon Force landet. Leon Force landet auf P4. Und somit ist, bleibt Leon Force erstmal Zweiter in der Tabelle. Freezy 5. Obi 6. Fütze 7. Igel 8. Martin 9. 10. Forsetti. 10. Forsetti. So viele Plätze verloren. Hat er noch eine Strafe am Ende geholt? Der wer? Nee, ich habe jetzt keine Stelle. Forsetti, weil er hat ja nur 6 Sekunden gehabt und plötzlich ist er auf Platz 10. Nee, ist richtig. Forsetti? Ja. Nee. Ja, muss doch. Ja, passt, ja. Aber deine schlechte Runde am Ende, denke ich mal, hat er auch 1-2 Positionen verloren. Weil Fütze ist 8. geworden. Ja, Fahrer des Tages natürlich der Nemes von Position 11 gestartet. Und ins Ziel. Yep. Als 3. Also gar keine schlechten Tage im Office. Aber so läuft das heutzutage. Ja, und Shark. In 20 Sekunden wieder da? Ja. Der große Gewinner vor Fels und Nemes. Das ist die Top 3. 4. der Neon Force. 12 Punkte Neon Force, 15 Punkte Nemes. Der Kampf für Platz 2 wird es natürlich heißer in den nächsten Rennen. Aber natürlich, die müssten irgendwie eine Lösung finden, den Shark zu schnappen in den nächsten Rennen. Platz 5 für Freezy, 6. Novi, 7. Fütze, 8. Igel, 9. Martin, 10. Forsetti, 11. Berserker und 12. der Loris, der ausgeschieden ist. Ja, laden wir jetzt die Top 3. Mach das. Ja, Shark ist schon da. Ja, sehr. Warten wir, bis andere auch da sind. Ist noch da.
Ah, jetzt sind schon alle da. Perfekt. Ja. Grüßt euch. Moin. Shark, noch, noch einen schönen und einfachen Tag in der Office, oder? Wie war das aus deiner Sicht, der ganze Wochenende? Also hier, Quali und Rennen. Einfach, würde ich nicht sagen. Ich habe kaum trainiert vorher, weil ich echt bei dem Wetter, das jetzt war, nur noch draußen war, eine Stunde vorher zwei Quali-Lobbys gemacht. Ja. Ja, echt ja. Also, Quali war aus. Quali wollte ich unbedingt noch auf die Gelben springen, weil die hätten es vielleicht zum Regen durchgepackt. Aber wenn man dann zweimal die Runde cuttet, steht man dann halt auf abgeranzte Rote. Ja, Start war natürlich, habe ich nicht mit erwartet, dass ich da durch die Mitte durchkomme und direkt den ersten zurückholen kann. Ich denke mal, das war auch der entscheidende Punkt, warum ich da jetzt noch mir vorne den kleinen Vorsprung rausfahren konnte, dann als wir da noch im zweiten Stint waren. Ja, dann hat Jeff auf einmal gesagt, hey, komm in 5 Minuten, als ich gerade in der Box war. Ja, und dann einfach irgendwie nur noch pushen. Am Ende war es dann natürlich der größte Krampf. Weil ich hatte 2 Verwarnungen schon seit Runde 8. Ja, und im Safety habe ich dann nachgeguckt, wie viel der gute Felsarmor hat, 4 Verwarnungen, wusste ich, der kriegt safe keine 6 mehr. Deswegen bin ich so vorsichtig wie möglich gefahren. Und einfach noch den Sieg mitnehmen. Ja, hat geklappt, würde ich sagen. Glückwunsch von mir auch. Jo, danke. So. Ja, nächstes Rennen. Shark USA. Weiß. Die Strecke magst du bestimmt nicht. Natürlich, ich liebe die Strecke, jetzt meine Beste. Ah, schade, ich hatte falsche Informationen. Okay. Ja, beginnt jetzt die Serie ab Japan bis Abu Dhabi. Kannst du deinen Rekord, persönlichen Rekord brechen, weil dein persönlicher Rekord ist auf 4 Siege in Folge. Ob du das jetzt 5 machst? Ich weiß nicht, wie die Motivation ist, wenn ein neuer Teil rauskommt. Bin ich ehrlich. Aber, naja, die nächsten 2 Rennen sind ja noch. Da ist der neue Teil ja noch nicht raus. Oder würde ich schon gerne einen Sieg mitnehmen. Weil jetzt kommen eigentlich meine Favorite-Strecken. Ja. Ja, gut, danke. Dass du Zeit genommen hast. Ja, und gehen wir bei den Fels. Fels, grüß dich. Ja, einen sehr starken Qualifying-Session aus deiner Sicht. Mit dem... Ja. Ja, und ein Rennen, wo, denke ich mal, ohne die Strafe alles viel besser für dich gewesen wäre, oder? Ja, wahrscheinlich doch, aber Tag hast du nicht noch. Aber ja, das ist richtig, das ist richtig. Ansonsten eine Möglichkeit, sah erst zum Anfang aus, als wenn du mit den Intermediates besser zurechtkommst. Und dann halt bloß irgendwann hat es den Shark entweder gereicht, quasi, dass du zu weit weggefahren bist, oder war da beide auf Sicherheit? Wie sah es aus da bei dir? Ja, also, war schon sehr knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Shark so weit mitkomme. Ja, weil Shark war die letzte. Wenn ich nur mal was sagen darf, das Schlimmste war ja bei mir, ich habe ja vor eine Stunde vorher habe ich mir ein Setup ausgesucht und im Rennen ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich auf den Geraden komplett schnell bin, weil das hat man ja an den Delta gesehen. Ich glaube, im Regen bin ich ihn dann 5/10 auf der langen Geraden da rangefahren, aber den S ist er mir halt immer weggefahren, also ja. Auch ja. Das denke ich wohl auch, ja. Aber es ist doch mal schön zu sehen, dass es sowas in diesem Spiel auch noch gibt. Meine Meinung dazu. Ja, wie gesagt, was rechnest du dir aus für USA? Jetzt haben wir ja schon gehört, Shark, absolute Topstrecke. Greifst du wieder an oder wie gehst du ran? Also, ich muss ehrlich sagen, das ist auch ein nicht wirklich
egal ob Carrero oder irgendein anderer. Einfach auf sich zukommen lassen. Das ist richtig, das ist die richtige Einstellung. Wie gesagt, dann alles Gute nochmal von mir für den zweiten Platz. GG. Und dann kommen wir zum Drittplatzierten. Wer war denn heute unser Drittplatzierter? Ja, Nermes. Gute Frage. Ja, Nermes, ja. Ist gut. Nermes, Bruder von Hermes. Jetzt zu gehen. Ja. Aber ungefähr hat sich so gefühlt, als ob du hier durch die Strecke geflogen bist, wie Hermes. Ein starkes Rennen. Gut taktiert, denke ich mal, die harten Fahrer mit den harten Reifen haben echt richtig gut gepokert. Ja, wie war das aus deiner Sicht, das Rennen? Ja, ich hatte eine Quali-Sperre, also ja, gepokert, ja, eigentlich wäre das auch der Plan gewesen, wenn ich halt auf Mediums loszufahren, aber auf jeden Fall die härteren Mischungen zu nehmen. Und ja, am Anfang, ja, Start, das kommentiere ich mal lieber nicht. dann, ja, weiß nicht, am Anfang. Aber du warst richtig schwer, das habe ich auch bei Stream gesagt. Respekt auch aus deiner Sicht, dass du den Fossetti vorbeigelassen hast. Weil normalerweise, weil du eine Quali-Sperre hattest, musst du aufgeben. In Quali hast du nicht getan. Aber vorbeigelassen. Hast du nichtsdestotrotz, genau. Deswegen sehr, sehr gut aus deiner Sicht. Dankeschön. Ja, also auf jeden Fall. Am Anfang, ich weiß nicht, da hatte ich dieselbe Pace wie Fossetti, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein Ticken schlechter, ich weiß nicht. Ich habe halt auch nur 20 Minuten vor Lobbyöffnung irgendwie bin ich nach Hause gekommen, habe irgendwie noch eine Quali-Lobby mit Luris und Shark gemacht. Mich wenigstens irgendwie ein bisschen aufwärmen zu können. Und dann, ja, weiß nicht, ich habe mal immer mehr den Groove gefunden und ja, Pace war dann auch immer kontinuierlich besser. Hab dann, bevor die ersten Regentropfen kamen, sogar noch so mittlere 30er-Zeiten gefahren. Ich weiß, es ist eigentlich nicht so gut, aber dafür, dass ich am Anfang eine Sekunde langsamer war, ist es eigentlich schon ganz, ganz entzückend. Und dann die Jungs, die auf den Mediums dann, die gestoppt haben auf den Mediums, also ja, Fels und Shark, die wir aufgeschlossen haben. Ja, die ja, konnte ich eigentlich nicht so viel dagegen machen, aber ja, seit der Reifenvorteil fahren wir auf so einer Strecke enorm mächtig. Aber ja, dann auf den Inters, Safety Car, ja, war blöd. Direkt nach, als ich aus dem Box rauskomme, Safety Car, es kann man nichts machen. Das man, ja, Luris ist halt, hat gepokert, ist 130 Jahre dann abgeflogen. Es ist schade, aber ja, kann man sich drauf einschießen. Ja. Das ist jetzt so passiert. Aber ja, dann noch zu Ende gefahren. Trotz Strafe noch den dritten geholt und ja, eigentlich zufrieden. Ja, wichtig ist, dass du nicht so viele Punkte von Shark verloren hast, dann bist du noch immer in den Titelkampf drin. Deswegen ist ja auch kein schlechter Tag, wenn man sieht, woher man gestartet ist. Das ist wohl richtig. Ja, USA, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ja, es ist eine Strecke, die mir eigentlich Spaß macht. Also, ich mag die Strecke. Aber ich denke mal nicht, dass ich da mit Shark mithalten kann. Also ich glaube, der wird uns da im Grund und Boden fegen. Das wird man selbst 2 Jahre nach dem Rennen nicht verstehen. Vielleicht ja. Musst du auch härter trainieren in deinen 20er, damit du ihn schnappen kannst. Werde ich auch. Also ich gebe mein Bestes. Barney und ich machen die Linie zusammen aus. Sind wir wieder auf ein Niveau. Hoffentlich. Wenn nicht, dann wäre das schon traurig. Denn wir wissen ja alle, ich bin besser eigentlich. Kappa. Richtig. 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 Genau. Aber das sind die besten Einstellungen. Richtig. Ja. Und Spaß sollte es immer machen. Das ist, das meine ist Meinung richtig. Dazu. Richtig. Das ist richtig. Das Überwort heute. Richtig. Gutig. Für USA was? Was gedenkst du? Oder hatten wir das gerade schon? Haben wir schon. Das hatten wir schon. Come on. Konzentrier dich, Junge.
Ja, ich wieder. Okay. Alles klar. Gut, ja, dann euch allen dreien nochmal alles Gute zum Podium. GG nochmal. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Okay. Na klaro. Ja, Sonntag. Ich Pido. Bro, du bist wieder da zum Kommentieren. Ich bin wieder da zum Fahren. Richtig. Oh, bin mal gespannt, was wir hier in Suzuka machen, ne? Naja, ich hoffe mal auf den Regenrennen. Ja, ich hoffe auch, damit ich den Herrn Sieben holen kann. Alles klar. Gut, danke für die Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Sonntag sind wir wieder dabei. Ab 18 Uhr, glaube ich. Genau. Ja, richtig. Richtig. Da haben wir es wieder, das Wort. Alles klar, dann bleibt mir nur noch zu euch. Also nicht hier, Abend hier bleibt hier bei UFL. Alles klar. Genau. Am Samstag. Genau. Am Sonntag. Ja. Alles klar. Einen schönen Abend noch. Ciao.